Zuletzt bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Sivan besuchte uns auf der Insel Mulude und er erzählte uns das Geheimnis, dass Siela der Lichtgeist des Mutes ist. Er kombinierte den Lichtgeist, welchen wir im Tempel gefunden haben, mit Siela und sie erhielt alle ihre Erinnerungen und ihre Kräfte zurück. Mit der Hilfe der drei Lichtgeister konnten wir nun im dichten Nebel das Geisterschiff aufspüren und wir gingen sogar an Bord. Heute wollen wir sehen, was sich hier befindet und hoffentlich finden wir auch Tetra. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Phantom Hourglass. Wir sind tatsächlich auf dem Geisterschiff angekommen. Dank der Lichtgeister und letztendlich auch Siela, die sich als Lichtgeist des Mutes herausgestellt hat. Deutsche Sätze, schwierig. Sind wir jetzt tatsächlich hier und wir können uns hier auch tatsächlich frei bewegen. Ich habe ja tatsächlich gedacht, dass hier erstmal irgendein kranker Shit passiert. Aber nee. Wir können uns jetzt hier umgucken, ne? Und irgendwie versuchen, Tetra zu finden, ne? Die hier... Oh, lol. Wer seid ihr denn? Die hier irgendwie gefangen genommen wurde, verzaubert wurde, entführt wurde, was auch immer da passiert ist. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen. Und dann haben wir diese Geister weggehauen. Ich habe das Angriffsmuster nicht ganz verstanden. Irgendwie, mal haben sie sich unsichtbar machen können, mal nicht. Ich weiß nicht. Diese Geister tauchen, soweit ich weiß, auch nur hier auf dem Geisterschiff auf. Und hier ist ein kleines Mädchen. Oh, du bist etwa der legendäre Hübi? Klar, kennt man mich mittlerweile schon in ganz Hyrule, oder was? Du bist endlich gekommen? Ich bin die jüngste Tochter des großen Hauses der Kubus. Wir Schwestern haben in Frieden gelebt, bis wir plötzlich entführt wurden. Seitdem sind wir auf diesem Boot eingekerkert und warten darauf, gerettet zu werden. Aber alles ist in Ordnung, jetzt wo du hier bist, um uns zu befreien. Hübi, tatsächlich habe ich eine dringende Bitte an dich. Rettest du auch noch meine älteren Schwestern? Sie sind irgendwo auf diesem Schiff eingesperrt. Wir sind vier Schwestern in der Kubus-Familie. Ich könnte es nicht ertragen, als einzige gerettet zu werden. Bringst du sie bitte zu mir? In Ordnung. Danke vielmals, dieses Schiff ist sehr gefährlich. Die meisten der Entführten sind den Zombies im Keller zum Opfer gefallen. Offen gesagt sind sie Skelette. Skelette, sie sind Skelette. Oh, entschuldige, vergiss es eben. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ich bin so besorgt wegen meinen Schwestern. Bitte beeil dich und rette sie. Ich wünsche dir viel Glück. Herr Hübi, ich hätte nicht gedacht, dass wir Überlebende auf diesem Schiff finden würden. Glücklicherweise ist dieses Kubus-Mädchen doch noch am Leben. Sicherlich ist Tetra auch noch irgendwo eingekerkert, genau wie die Kubus-Schwestern. Ich weiß nicht, wie furchtbar die Zombies im Keller wirklich sind, aber wir müssen dem Mädchen helfen. Vielleicht weiß die ältere Schwester, die hier eingekerkert ist, wo Tetra ist. Okay. Ja, im Zweifel immer die älteren Geschwister fragen. So, ich packe hier auch direkt mal... Ich glaube, ich brauche hier mal einen Boomerang, wenn ich das richtig sehe. Und muss dann hier drum... Oh, nee, das war falsch. Hier drumrum werfen, ne? Ah, come on, was soll das? So, erstmal hier die Skulltula abgeschossen. So, hoch, rüber. Das sieht doch schon besser aus. Und damit können wir die Stacheln hier lösen. Also, ich muss sagen, das Geisterschiff ist wirklich so mit einer der coolsten Orte im Phantom Hourglass. So, das ist auch so ein Dungeon, mit dem man eigentlich nicht rechnet, dass man überhaupt auf den trifft. Das ist schon verdammt stark gemacht, muss man zugeben. So, dadurch, dass ich den Schalter aktiviert habe, sind auch die Stacheln jetzt erstmal aus. Und so viele von diesen widerlichen Skulltulas. Skulltulas sind sowieso Gegner, die tauchen einfach immer auf. So, die sind einfach in so gut wie jedem Zelda. Überall sehen sie anders aus, aber überall sind sie gleich widerlich. So, aber hier brauchen wir jetzt irgendwie schon... Warte mal, lass mich mal gucken, ob hier irgendwas ist. Hier brauchen wir jetzt irgendwie schon Kristalle. Und wer schießt hier auf mich? Du! Oh, lol, ich kann darüber hüpfen. Oh mein Gott. Ich habe null dran gedacht, dass ich darüber hüpfen kann. Das war ein übelster Zufall. Okay, wir brauchen hier einen runden Kristall, um das zu öffnen. Und da oben haben wir einen dreieckigen gebraucht. Also allgemein brauche ich überhaupt erstmal Kristalle, um mir auf dem Schiff hier irgendwie in irgendeiner Weise mal Platz zu machen. Ich finde auch diesen geflochtenen Boden extrem schick, muss ich zugeben. So, ich hau hier mal drauf. Oh, da ist doch schon die erste Schwester, sehe ich gerade auf der Karte. Sehr cool. Aber bevor wir sie jetzt retten, schaue ich erstmal, was wir hier haben. Und das ist der dreieckige. Und
der muss hier hoch. Ich kann das nicht übers Feuer werfen? Okay, dann hüpfe ich mit dem halt hier rüber. Der muss nämlich hier rein. So, und damit gehen wahrscheinlich die Flammen aus. Ja, sehr gut. Dann habe ich hier tatsächlich schon mal einiges erreicht. So, du bist eine der Schwestern. Oh, wer ist da? Ah, meine jüngere Schwester hat dich also gebeten, mich zu retten. Ich verstehe. Ich bin die dritte Schwester des Hauses der Kubus. Führst du mich bitte zu meiner jüngeren Schwester? In Ordnung. Die sehen zwar ein bisschen creepy aus, wenn ihr mich fragt. So Rotkäppchen-Style, bloß halt mit dem blauen Mantel. So, du verziehst dich bitte. Ja, weil die haben nämlich Angst davor. Ah, ich hasse Spinnen! Und die schreien hier immer übelst rum. Deswegen werde ich auch die mal, die da drüben noch kurz, ja, blablabla, sie hat Angst, wissen wir. Werde ich auch die da drüben direkt mal erledigen. Und ich mache einen Abflug. Nicht hinterher hüpfen, Kubus-Schwester. Ich bin nur ein bisschen drunk. So, Moment. Die da drüben erledigen wir auch gleich. Sehr schön. Alter. Immer so präzise. Was man nicht alles für gute Grafik tut. So. Wir sind da. Dein blauer Mantel gefällt mir übrigens besser als der rote. Die hier ist wirklich Rotkäppchen-Style. Oh, große Schwester. Da bist du ja, kleine Schwester. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Oh, Hübi, danke. Leider war meine ältere Schwester offenbar nicht mit Tetra zusammen. Bringst du bitte auch noch meine anderen beiden Schwestern zurück? Ja, ich habe schon gelernt, dass es mehr von nicht gibt, weil die eine schon sagte, yo, ich bin die dritte. Da war schon absehbar, dass da noch mehrere auf mich warten, aber irgendeine von denen wird schon wissen, wo Tetra ist. Und das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Und ich rette so viele Schwestern, wie es nötig ist, um am Ende des Tages hoffentlich Tetra zu finden. Oh, stopp, zurück. Ich habe deine Truhe gesehen. Da komme ich hin. Ein Moment. Das habe ich erst gar nicht gesehen, aber ich glaube, hier ist... Oh, nun eine Helmarok-Feder. What? Ich hatte gehofft, dass hier der runde Kristall ist, um den hier reinzutun. Okay, kein Kristall für mich. Aber zu den Federn habe ich tatsächlich einen Kommentar. Das passt ganz gut, denn der liebe Mikayoshi hat geschrieben, ob mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich die Krone von Ruto aus OOT bekommen habe. Ne, einer dieser Schätze beim letzten Mal. Und da gab es dann auch noch direkt die Antwort darauf von Tom Habrecht und die Helmarauk-Feder vom Vogelboss aus Wind Waker. Ja, und das ist allgemein was sich durch dieses Spiel zieht, was ich tatsächlich noch gar nicht thematisiert habe. Dass diese Schätze sich häufig wirklich einfach an Dingen orientieren, die man aus anderen Zeldas kennt. Ne, also das ist tatsächlich eine relativ schicke Sache. Ich habe jetzt die anderen Schätze, die es gibt, gar nicht im Kopf. Es gibt natürlich noch den Goronen-Bernstein, was natürlich auch an das Volk der Goronen angelehnt ist. Oh, und da ist einer dieser Zombies. Hast du das gesehen? Das Monster sieht sogar noch schauriger aus als alles, was wir bisher gesehen haben. Das ist vermutlich der Zombie, den die Mädchen erwähnt haben. Ja. Sehr schick. Sehr, sehr schick. So, hier brauche ich einen Schlüssel, um weiterzukommen. Und hier steppe ich jetzt einfach drüber. Ich lasse die Spinne einfach mal Spinne sein. So, das Prinzip kennen wir schon aus dem Tempel des Meereskönigs. Diese Zombies laufen hier rum. Haben ein gewisses Sichtfeld. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich vermutlich verfolgen. Es gibt natürlich auch wieder diese Schutzzonen. Boah, und hier sind so viele Spinnen. Wenn ich jetzt gleich diese Schwester hier rette, die wird permanent rumbrüllen. Oh, wer bist du? Ah, ich verstehe. Ich bin die zweite Tochter des Hauses der Kubus. Oh nein, ich habe noch nie was von einer Tetra gehört. Kannst du mich vielleicht zurückbringen? Ja, mache ich. So, damit. Oh. Oh, aber da ist doch safe eine Fake, oder? Oh ja, Hübi, hier liegt eine wunderbare Schatzkiste. Es sind zwei Kisten. Wenn du dir eine aussuchst, nimm auf jeden Fall die linke. Links, ja, die linke. Okay. Was, woher weißt du, was in dieser linken drin ist? Warum bist du so überzeugt, dass ich die linke nehmen soll? Die wirken etwas suspekt. Ich glaube, das merkt ihr auch. Ich nehme extra die rechte. Und hier ist ein gelbes Elixier drin. Das ist ja was Gutes. Und was ist denn in der linken drin? Ich glaube, ich will es nicht ausprobieren, aber... No risk, no fun. Eine 10-Rubine-Falle. Du hast 10 Rubine verloren. Und ein zweiter Zombie ist aufgetaucht. Ach du meine Güte. Ich habe einen Fehler gemacht. Sorry. Ja.
Na, ich denke, ihr merkt auch schon, dass hier suspekte Dinge passieren. Ich nehme mal hier meinen Bogen, falls hier irgendwo Spinnen auftauchen. Ja, da nämlich. Dass ich die direkt wegmachen kann, bevor hier irgendwas passiert. Diese Schwestern, die spielen hier, glaube ich, ein falsches Spiel mit uns. Oh, und hier ist der runde Kristall. Sehr geil. So, kommst du mit, Schwester? Optimal. Sie hat immer nicht rumgebrüllt. Wir haben alle Spinnen entfernen können. Ach, da ist schon direkt eine Spinne. Aber hier ist es nicht mehr so schlimm. Weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann würden die Zombies das hören, wenn sie rumschreit. Ja, und dann würden die direkt uns finden. Das ist wie wenn uns im Tempel des Meereskönigs so ein Auge der Phantome erwischt. Damit ist das vergleichbar. Was, hier schon wieder eine Spinne? Hä, wo war denn jetzt eine Spinne, bitte? Warum schreist du rum? Da war doch gar nichts. Schieb mal nicht so Paranoia. So, wir laufen hier einfach weiter. Oh nein, da war schon wieder eine. Hau ab. Ich bin der Meister des Bogenschützen-Minigames. Als ob du dich mit mir anlegen könntest. Du elendiges Skultula. So, ich glaube, hier sind keine mehr. So. Da ist eure... Boah, da war doch keine Spinne. Ach so, wenn ich mich zu weit entferne, kann das sein? Vielleicht darf ich nicht zu weit weglaufen. Das ist möglich. Oh, große Schwester. Da bist du ja, kleine Schwester. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Danke vielmals, Phoebe. Ja, aber die war auch nicht mit Tetra zusammen. Bringst du uns vielleicht auch noch die letzte? Ja, ja, mach ich schon. Ich spiele gern für euch den Lauf, Burschen. Auch wenn ihr mir suspekt erscheint, aber... Der erste Eindruck ist ja vielleicht... Kann ja auch trügen. Vielleicht sind die auch eigentlich ganz nett. So, ich glaube, ich kann die sogar außer Gefecht setzen. Wenn ich den mit Pfeil und Bogen in den Rücken feuer. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau ich das weiß. Aber ich weiß es noch. So, nachdem wir noch keinen Schlüssel haben, um durch diese eine Tür da zu kommen, gehen wir hier eine Etage weiter runter. Aber hier ist laut Karte noch gar... Hier ist noch laut Karte gar keine der Schwestern. Und hier ist auch ein Hebelrätsel. Okay, jetzt wird's interessant. Tonnenlagerraum voraus. Lege den Schalter um, um die Dornen zu bewegen. Der Schalter ist was? Rechts von hier. Moment. Der Schalter ist rechts von hier. Okay. Erstmal ein Kampfraum. Gegen Skultulas? Mach eine Würfelattacke. Sehr schön, erstmal drei erledigt. So muss das. Easy. Gar kein Problem. Aber ich bin jetzt nach rechts gelaufen und da war gar nichts. Oder geht's da um diesen Tonnenlagerraum? Ich blick da noch nicht ganz durch. Aber da war ja auch noch ein zweites Schild, was ich auch noch lesen will. Beeilung! Die Tonnen lachen sich ins Fäustchen und warten darauf, dass du sie befreist. Was hat es mit diesem Tonnenlagerraum auf sich? Warum sind da so viele Schilder, die davon berichten? Ich traue dem ganzen Laden hier noch nicht. Und der Boden hier ist ja auch verdächtig heller. Oh nee. Ich glaube, das war schlecht. Der Boden ist ja auch verdächtig heller. Ich glaube, von unten kann ich diesen Tonnenlagerraum nicht betreten. So, erstmal hier den benommen gemacht. Da ist eine Tafel. Einige Dinge auf dieser Welt sollten... Ah, das ist zum Schalterrätsel. 24513. Ein Moment. 24513. Wunderschön. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir beim Schalterrätsel brauchen. Und ich denke, ich werde tatsächlich auch jetzt direkt zum Schalterrätsel gehen. Weil vielleicht ist das, was das Schalterrätsel freisetzt, etwas, was wir zum Fortschreiten hier brauchen. So. One. Du haust ab. Two. Oh, Alter, wie viele es von denen gibt. Die respawnen doch die ganze Zeit mit Sicherheit. 3, 4 und dann die 5. So, und dann... Vielleicht gehen die Flammen oben aus. Oder der Tonnenlagerraum öffnet sich von der anderen Seite. Wie gesagt, ich glaube, das hier ist eine Falltür. Ich werde da gar nicht drauflaufen. Ich denke nicht, dass man diesen Raum von unten betreten kann. So, der Zombie da oben kann mir erstmal egal sein. Okay, was geht jetzt ab? Was? Moment mal. Da ist der Schalter, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Zack, zack, zack. Aha! Damit mache ich die Flammen aus, okay. Aber ich werde tatsächlich jetzt hier alles abchecken. Wie gesagt, dieser Raum wirkt sehr besonders. Ich weiß nicht, ob hier wirklich nur der Schalter ist. Oder ob es hier noch mehr für mich gibt. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Aua!
Die schnetzeln mich, aber er hat mich zum Glück nur einmal getroffen. Warum? Ach so, der hat mich wahrscheinlich gehört, oder? So. Den machen wir mal benommen. Ich muss hier weiter prüfen, ob es noch irgendwas für mich gibt. Moment. Der macht jetzt mit Safe gleich wieder auf. Dann machen wir jetzt den so. Jetzt können wir weiter die Tonnen werfen. Und wenn es nur Rubine sind. Ich will die Chance nicht auslassen, aber hier ist tatsächlich, glaube ich, nur der Schalter. Oh, shit. Uff, uff, uff. So. Zack. Dann hau mal ab. Dann können wir nämlich weiter. Oh Gott, hier sind so viele Skulltulas. Wenn wir irgendwann noch dieses nächste Mädchen finden, dann ist einfach so Feierabend. Das könnte auch wieder eine Fake-Truhe sein, aber was soll's. Yes, keine Fake-Truhe. Wow, 200 Rubine. Shit. Das ist verdammt viel Geld. Und da bewegt sich was. Aha. Oh, da hast du mich gefunden. Oh, mir war so einsam, so ganz alleine. Wer bist du? Ich verstehe. Nun, ich bin die älteste Schwester des Hauses der Kubus. Hast du Tetra gesehen? Oh, ich muss dir noch was sagen. Die fiesen Kreaturen mit Kapuzen und Sensen nennen sich Zombies. Sie sind böse, aber sie sind noch teuflischer, wenn sie wütend werden. Also schieß bloß nicht in ihren Rücken mit Pfeilen. Sie geben einem einfach andauernd Ratschläge, in Anführungszeichen, die mir schaden sollen. Hier läuft irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. So, und kann dieses Skulltula da bitte mal runterkrachen? Zack, so. Bevor das Mädchen auch nur auf die Idee kommt, um zu schreien. So, und dann machen wir hier mal Feierabend. Oh nein, jetzt schreit sie. Jetzt schreit sie. Genau, und jetzt kommt, dieser Zombie. Dieses Rumschreien soll uns auch nur behindern. So. Jetzt, mein Sohn. War schön mit dir. Ich nehme jetzt dieses Mädchen mit und verpisse mich. Oh, sorry. Ich habe rumgebrüllt und dann alle Zombies auf uns gelenkt. Aber sonst geht's mir gut. Ja, freut mich. Blöde Kuh. So, hier schnell weiter, bevor hier irgendwelche Skulltulas kommen. Oh, nee. Ich muss mich beeilen, bevor der Zombie kommt. Der ist nämlich ewig weit weg. Da juckt das Schreien tatsächlich jetzt noch nicht. Sehr gut. Also. Dann können wir die Etage jetzt auch erfolgreich verlassen. Kommt hier nochmal irgendwo eine Skulltula? Nein, wir können direkt hoch. Puh. Alles gut. Alles gut. Jetzt müssen wir nur noch zurückkommen, aber auch der Weg hier ist gut machbar. Du verziehst dich bitte. Wir laufen hier mal weiter. Ich muss aufpassen, ob ich irgendwo Schatten sehe. Oh, das war nicht gut. Ich muss sie ansprechen, bevor der Zombie kommt. Oh Gott, der Zombie kommt, Leute. Jetzt muss ich laufen. Falls das Mädchen nochmal wegen irgendwas stehen bleibt, dann ist halt Feierabend. Ah nein, sie kommt sogar mit. Sehr gut. Und hier können wir jetzt auch die Abkürzung nehmen. Also jetzt haben wir alle zusammen. So. Und jetzt sagt ihr mir bitte, wo Tetra ist. Ansonsten raste ich hier komplett aus. Ich habe das ganze Geisterschiff jetzt durchsucht. Ich habe jede aus eurer Familie gerettet. Da könnt ihr euch jetzt wenigstens ein bisschen kooperativ zeigen. So, und warte mal hier unten. Das sieht irgendwie verdächtig aus, weil hier diese Wände sind. Aber nee, okay. Also, was für ein Spielchen treibt ihr hier? Oh, große Schwester? Da bist du ja, kleine Schwester. Stell dich in einem Kreis auf, Schwestern. Die Familie ist wieder vereint. Also echt, die Zombies hätten dem Jungen ein schnelles Ende bereiten sollen. Weiß er nicht, was von ihm erwartet wird? Da müssen wir wohl ein bisschen härter mit ihm umspringen. Du hast doch nicht geglaubt, dass wir dich Tetra einfach mitnehmen lassen. Oh nein, nein. Stattdessen werden wir mit dir dasselbe anstellen, was wir mit Tetra gemacht haben. Das Spiel beginnt, Mädchen. Lass uns hier über den Weg zum Spielfeld zeigen. Was seid ihr für Kranke? Wenn du Tetra retten willst, musst du zuerst eine Runde höllisches Volleyball spielen. Hübi, wird es dir gelingen, unsere Bälle zurückzuschlagen? Oh boy. Diabolische Kubus-Schwestern. Also, es war von Anfang an klar, dass bei denen irgendwas nicht stimmt. So, und es ist das ganz typische Ganondorf-Muster, was man kennt. Sie schleudern hier Energiebälle auf uns
und wir müssen sie zurückfeuern. Und die erste haben wir tatsächlich schon erledigt. Sehr gut. Aber das war auch noch einfach. Ich denke, die werden jetzt dann öfter die Bälle zurückschleudern. Ich hoffe, ich krieg das hin. Sehr gut. Das war der nächste Treffer. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden bei meiner Steuerung. Aber ich probiere mein Bestes. So, hier rüber, rüber, rüber. Aufpassen, aufpassen, dass die Laser einen nicht treffen, ne? So, jetzt werden die hier so ein bisschen hin und her spielen. Zack. Oh Gott. Wie schnell das einfach geht. Aber ein erneuter Treffer. Also, es ist wirklich, ich finde es auch oben, wenn jetzt, also beim, von euch aus gesehen unten, ne, auf den Topscreen guckt, ne, wir sehen jetzt ja oben quasi den Bug des Geisterschiffs. Wir sehen hier diesen riesigen goldenen, oh, aua, jetzt habe ich mich verklickt. Wir sehen diesen riesigen goldenen Totenschädel, der vorne am Geisterschiff dran ist, hier ganz, ganz groß. Das sieht schon epic aus. So, aufpassen, 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 wo kommt der Ball? Zack, zack. Und die nächste ist down. Bisher läuft es noch ganz gut. Zwei von den vier verrückten Schwestern sind schon von uns gegangen. So. Oh, die sind ewig weit auseinander. Das ist jetzt... Ich muss ja immer gucken, wo sie ihn zurückschleudern. Das ist ja der Punkt. Zack. Sehr schön. Bisher ein gutes Volleyball-Match von uns. Aber das Spiel ist erst vorbei, wenn einer von uns komplett gestorben ist. Und glaubt mir, der werde nicht ich sein. Zack, 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 zack. So, wenn sie so nah beieinander sind, ist es gut. Da kann ich nämlich einfach stehen bleiben. Und von da, wo ich stehe, den Ball zurückfeuern. So. Und du bist jetzt allein. Und willst jetzt den... Oh, boy. Das war schlecht von mir. Und willst jetzt ein letztes Mal Volleyball gegen mich spielen, oder was? Okay, die spielen jetzt sogar mal so ein bisschen nach links und rechts. Das hat eher was von Tennis als Volleyball. So, einmal noch. Jeder hat bisher zwei Schläge ausgehalten, ne? Dann wirst du jetzt auch nicht mehr aushalten, oder? Oh, sie kommt voll nah ran. Yeah. Oh, what? Die hält doch mehr aus. Okay. Zack. Aua, ich habe Damage bekommen. Kein Problem. Ich habe beim letzten Mal mir den Herzcontainer verdient. Jetzt kommt sie dann näher ran, damit die Bälle nämlich schneller zurückkommen. Aber du hast die Rechnung mit dem Falschen gemacht. Dieses Volleyball-Match geht an uns. Du weißt wirklich, wie man dieses Spiel spielen muss, Hübi. Ich würde dir ja gerne eine Medaille verleihen. Aber leider habe ich keine vorbereitet. Stattdessen kannst du ja diese Tetra mitschleppen. Das würde mir vollkommen reichen. Und wir erhalten den Geisterschlüssel. Der ist wirklich so. Ich habe jetzt geraten, ne? Und wir haben auch schon die Tür gesehen, wo wir sie öffnen können. Sehr gut, Hübi. Du hast diese fiesen Volleyball-Mädchen mit ihrem eigenen Spiel geschlagen. Komm, lass uns den Schlüssel benutzen und Tetra retten. Oh, hier kriege ich einen Herzcontainer? Stimmt, das war eigentlich ein Dungeon. Da müsste ich einen Herzcontainer bekommen. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Oh, cool. Very nice. So, und dann gehen wir mal zurück. Das ist auch ein passender Zeitpunkt, finde ich, für das heutige Fanart. Denn das ist unglaublich stark. Das kommt von der lieben Emja. Und sie hat quasi ein Crossover von Link und mir gemalt. Und das ist unglaublich gut. Sie hat meinen Corbeau-Pulli genommen, das Bandana genommen, dann auch eigentlich meine Haare, dann aber die Augen und so weiter im Link-Art-Style, ne, und quasi dann Ciela neben mich, unglaublich stark gezeichnet. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, holy shit, wie krass ist das denn bitte? Vielen, vielen lieben Dank, liebe Emja. Das sieht echt stark aus. Und auch dieses Bild kam über Discord rein. Und einige haben schon in die Kommentare geschrieben, warum kommen eigentlich nur noch Discord-Bilder. Das hat nichts damit zu tun, auf welcher Plattform das eingereicht wird. Wir suchen einfach die Bilder, egal ob auf welcher Plattform, ob auf Instagram oder Discord. Und speichern die alle in einen Ordner. Und einfach nach Erstellungsdatum, in der Reihenfolge blende ich das hier ein. Es kam wohl relativ viel in der Zeit über Discord rein. Deswegen kommen jetzt relativ viele, die auf Discord kamen. Aber keine Sorge, auch Bilder, die auf Instagram gepostet wurden, kommen hier bald wieder. Also da keine Sorge. Und da ist Tetra. Ist das Tetra? Was sollen wir machen? Sie ist versteinert. Oh, sorry, dass ich so spät bin, Kleiner. Der Nebel ist einfach verschwunden. Deswegen konnte ich auch hierher kommen. Und der Schatz? Es gab doch einen Schatz. Wovon redest du? Die Freundin von Hübi steckt in Schwierigkeiten. Und alles, woran du denkst, ist dein Schatz?
Oh, das ist also deine Freundin. Sieht ein bisschen blass aus. Als hätte man ihr ihre Seele weggenommen. Was in aller Welt ist mit ihr passiert? Ihre Lebenskraft wurde vom Geisterschiff ausgesaugt. Großvater, was machst du denn hier? Der taucht einfach immer wieder auf. Wenn du so weit gekommen bist, Tybi, musst du wirklich die Kraft des Helden besitzen. Die Zeit ist reif, alles zu erzählen. Vielleicht ahnst du es schon, aber diese Meere gehören mir. Ich bin der große Geist, der Meereskönig. Es passierte alles vor einigen Jahren. Das Böse erschien aus dem Nichts und griff mich an. Jetzt gibt's die ganze Story, Friends. Sein Name war Belamu. Er entpuppte sich als ein furchtbares Ungetüm, das Energie frisst. Wie ihr bereits wisst, besitzen alle Dinge auf der Welt eine heilige Kraft. Diese Kraft nennt man Energie. Die Quelle meiner Kraft, der Lebenssand, ist eine Kristallisation dieser Energie. Wahrscheinlich kam er hier in dieses Meer, weil er hinter dieser Energie her war. Natürlich habe ich mich zur Wehr gesetzt. Aber mein Gegner war ein Ungetüm, das Energie frisst. Er durchschaute meine Angriffe und ich wurde leicht besiegt. Ich wurde in die Tiefen des Tempels hinabgezerrt, wo die Sonne nicht scheint. Versiegelt wird meine Energie immer noch von ihm ausgesaugt. Er benutzt die Energie, die er ausgesaugt hatte, um immer mehr neue Monster hervorzubringen. Die Lichtgeister der Kraft und Weisheit wurden ebenfalls versiegelt. Aber Siela klonte sich und ihr gelang die Flucht. Aha. Zur selben Zeit verlor sie wohl auch ihr Gedächtnis. Selbst unter den Monstern, geboren aus Lebenssand, sind einige besonders böse. Die Phantome, die den Tempel durchstreifen, sind seine Abkömmlinge. Über die Maße stark, dick gepanzert, praktisch unbesiegbar. Sie bewachen den Tempel. Schon längst kann sich niemand mehr Belamu auch nur nähern. Ich hatte nur noch eine Chance. Mit meiner letzten verbliebenen Kraft klonte ich mich, wie Siela es getan hatte. Dann baute ich mir ein Haus auf der Insel Melka. Ich benutze den Lebenssand, um die Phantomsanduhr zu erschaffen und damit in den Tempel hineinzugehen. Ich suchte nach einem Weg, Belamu zu besiegen und wartete ab. Siela, entschuldige, dass ich so lange geschwiegen habe. Auch die Lichtgeister der Kraft und Weisheit haben Verständnis für mich gezeigt und sich mit Details zurückgehalten. Aber dass ich dich am Strand fand, war Zufall. Du hattest Amnesie und Monster streiften umher. Ich hielt es für das Beste, fürs Erste zu schweigen. Die Inseln hier sind für gewöhnlich voller Energie. Sie sind wohl erschienen, um das zu verschlingen. Sie wollen nur ihre leeren Bäuche füllen. Es hungert sie nach Energie. Das Geisterschiff diente dazu, Energie auszusaugen. Die Gerüchte über Schätze an Bord sollten Opfer anlocken. Belamu war nicht damit zufrieden, nur meine Energie aufzusaugen. Auch wenn es wenig war, er musste auch noch den Menschen die Energie absaugen. Es scheint, dass Tetra sehr stark ist. Das Schiff wurde von ihrer Kraft angelockt, so fand es seinen Weg zu ihr. Moment mal, das heißt, es gibt gar keinen Schatz? Ja, das habe ich gerade gesagt. Soweit ich es beurteilen kann, ist Tetra noch am Leben. Besiege das Monster, bevor deine Energie aufgebraucht ist. Ich muss den Lebenssand zurückerobern.
Damit kann ich Tetra ihre Energie zurückgeben und sie heilen. Es gibt eine Insel nördlich der Insel des Windes. Gehe dorthin und besuch den Schmied Sautz. Den haben wir schon besucht, den haben wir schon getroffen. Er wird euch mehr über Belamo erzählen können. Er weiß, wie man Belamo besiegen kann. Du machst mir Witze, Opa. Ich dachte, es gäbe hier Schätze. Das ist der einzige Grund, warum ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Und jetzt sagst du, es gibt gar keinen Schatz? Ich schmeiß die Suche hin. Hey, hast du überhaupt zugehört? Als ein Mann der See willst du dem Meereskönig nicht helfen? Nein. Und mein Schiff könnt ihr euch auch abschminken. Natürlich sollst du es nicht umsonst machen. Wenn du uns hilfst, Belamo zu besiegen, werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Na, wie klingt das? Hey Hübi, steh hier nicht dumm rum. Der Meereskönig steckt in Schwierigkeiten und braucht unsere Hilfe. Los, Abfahrt, wir gehen. Ankerlichten, Beeilung. Wenigstens Geld geht es sofort zur Stelle. Es tut mir so leid, dass du und Tetra in diese Sache verwickelt worden seid. Mit deiner Stärke kannst du Belamo besiegen. Mein echter Körper ist tief im Tempel versiegelt. Auch Belamo ist wohl dort. Eigentlich sollte ich diese Schlacht selbst schlagen. Aber du bist unsere einzige Hoffnung. Wir zählen auf dich, Hübi. Was machst du denn, Hübi? Schnapp dir deine Freundin und komm zurück. Okay, harter Tobak. Da ist viel passiert. Und unsere Quest ist wohl eindeutig. Wir besuchen den Schmied Sautz, der schon bereits sagte, als wir ihn letztens besucht hatten, ne, dass er noch wichtig für uns ist. Und wir haben jetzt auf einmal Tetra an Bord. Aber sie ist noch nicht so lebendig. Crazy Stuff. Mal sehen, was der Schmied uns zu sagen hat. Den werden wir beim nächsten Mal besuchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass.